Hi, ich bin Ursula von der Liechtensteinischen Landesbank. Und ich bin Leandra von der Bank Lind. Einige von euch haben bestimmt schon in ihrem Briefkasten die neue Visa-Debit-Karte gesehen. Die Maestro-Karte, die ihr bisher kanntet, wird Schritt für Schritt bis Ende Oktober durch die neue Visa-Debit-Karte ausgetauscht. Kleiner Hinweis am Rande, aber wichtiger Hinweis, die PIN bleibt erhalten. Eure neue Karte kann alles, was die alte auch schon hat können. Ihr könnt Bargeld beziehen oder kontaktlos in Geschäft zahlen. Kleine Beträge sogar ohne PIN-Eingabe. Zudem könnt ihr im Internet einkaufen oder Reservationen für Hotel oder Mietauto tätigen. Damit ihr auch von den Vorteilen profitieren könnt, müsst ihr euch natürlich erstmal registrieren. Zur Registrierung braucht ihr Folgendes: eure neue Karte, ein Smartphone, einen Internetzugang und den Registrierungsbrief, den ihr per separater Post heimbekommt, mit eurem persönlichen Code drauf. Habt ihr euch all das zurechtgelegt, ist der Registrierungsprozess dann eigentlich sehr schnell erledigt und ist relativ einfach. Genau, ihr ruft einfach den SIGSA, die Telefonnummer seht ihr unten eingeblendet. Sie ist unser Partner für Online-Kartenzahlungen. Die Mitarbeiter vom Helpdesk helfen euch durch den ganzen Registrierungsprozess. Die Mitarbeiter von SIX werden euch bitten, auf ihrer Webseite die Daten eurer Karte einzugeben. Dann erhaltet ihr relativ schnell per SMS den Freischaltcode zugeschickt und dann könnt ihr zu guter Letzt euer persönliches Passwort wählen. Das Passwort ist persönlich und könnt ihr frei wählen. Es bleibt zudem unbegrenzt gültig. Merken Sie euch also gut. Und solltet ihr jetzt noch Probleme oder Stolpersteine im Registrierungsprozess haben, so könnt ihr jederzeit die Hotline von SIX anrufen. Die Mitarbeiter stehen euch zur Verfügung und helfen euch weiter. Oder ihr kontaktiert unser Beratungscenter. Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Inputs ein bisschen weitergeholfen haben. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr den Beitrag liken oder teilen.